Hallo zusammen zu einem kleinen Infovideo. Ja, ich möchte euch jetzt einfach mal kurz informieren, was es jetzt dieses Jahr noch auf meinem Kanal für Videos bzw. Dokus geben wird. Denn die Dokus, die bisher auf meinem Kanal gekommen sind, waren ja eigentlich noch für das Jahr 2016 geplant. Und ja, jetzt habe ich endlich mal einen Plan erstellt, was für Videos wann in diesem Jahr kommen sollen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach gleich an. Ja, das, was ich euch vorstelle, das sind einfach nur Pläne. Und weil ich momentan relativ wenig Zeit für meine Videos habe, kann es auch gut sein, dass Videos später als angekündigt kommen. Das war ja auch bei meinem Dezember-Programm von letztem Jahr der Fall. Und dort habe ich halt gemerkt, dass es realistisch ist, etwa ein Doku-Projekt pro Monat zu realisieren. Und so habe ich das auch vor, dieses Jahr umzusetzen. Noch im April soll eine Doku über den Heilbronner Hauptbahnhof kommen, wobei ich vor allem auf die Entwicklung vom Zugverkehr von Mitte 2016 bis Anfang 2017 eingehe. Informationen vor allem zum Stadtbahnverkehr erfahrt ihr dann in einer Doku auf dem YouTube-Kanal Baureihe 2002. Einen Monat später will ich dann eine Doku über die Hölltalbahn veröffentlichen, wobei ich vor allem den Abschnitt Neustadt zu Neuesching beleuchten möchte. Im Juni gibt es dann eine Doku über den Ulmer Hauptbahnhof, die sich hier auf YouTube auch gewünscht wurde. Weiter geht es dann im Sommer mit einer Gemeinschaftsdokumentation mit der Stuttgarter 84 über den Regionalexpress Mannheim-Sinsheim-Heilbronn. Dabei seht ihr bei mir eine Doku über die Geschichte der Strecke sowie eine genauere Vorstellung des Abschnittes Mannheim-Sinsheim, während ihr auf dem Kanal der Stuttgarter 84 eine Doku über den Abschnitt Sinsheim-Bad Friedrichshall sowie die Zukunft des REs sehen werdet. Und falls ihr euch wundert, der Abschnitt Bad Friedrichshall-Heilbronn wird schon in der Doku über die Frankenbahn, einem Gemeinschaftsprojekt von der Stuttgarter 84 und Zug 2013, vorgestellt. Danach soll voraussichtlich im September eine Doku über die Bahnstrecke Steinsfurt-Epping online kommen, da der restliche Linienweg der S5 ja schon in der Doku über den Regionalexpress Mannheim-Sinsheim-Heilbronn vorgestellt wird. Voraussichtlich im Oktober soll es dann eine Doku über die Eisenbahn in Ludwigshafen geben. Unter anderem stelle ich euch dann den Zugverkehr in Ludwigshafen Hauptbahnhof und Ludwigshafen Mitte vor. We'll be right back.
Jahresabschluss für 2017 gibt dann eine Doku über den Regionalexpress Crailsheim-Aschaffenburg. Bei dieser Planung habe ich bewusst 2 Monate ohne Doku gelassen. Zum einen damit, falls eine Doku doch später kommt als gedacht, nicht der ganze Plan durcheinander gerät. Zum anderen, damit ich auch Luft für andere Videos habe. Beachtet aber bitte nochmals, ich kann nicht garantieren, dass die Dokus wie angekündigt kommen. Ich werde aber natürlich mein Bestes dafür geben. Das soll es dann auch jetzt schon gewesen sein mit diesem kleinen Infovideo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann bei der Dokumentation über den Heilbronner Hauptbahnhof.